Hallo, meine lieben Leute und herzlich willkommen zurück zu Project Cars. Ich fahre jetzt gerade mit einem Mitsubishi, dessen Skin ich mir selber aus dem Internet rausgesucht habe. Und wir fahren gerade an der kalifornischen Küste der Vereinigten Staaten. Und das ist jetzt quasi wieder so ein Outdoor-Straßenverkehrsrennen, wo es direkt schon richtig zur Sache geht. Meiner Meinung nach fährt der Mitsubishi gerade ein bisschen, ja, träge. Ach du Scheiße. Entschuldigung. Das war jetzt nicht so geplant. Ja, der ist ein bisschen breit auch, muss ich sagen. Wenn ich jetzt quasi in die nächste... Hoppala. Ach Gott, der hat aber ganz schön scheiß Bremsen, muss ich sagen. Wenn ich jetzt in die nächste Kamera wechsle, dann bin ich schon an der Motorhaube. Deshalb wäre es vielleicht sinnvoll, wenn wir hier auch in der Innenperspektive fahren. Bei Mitsubishi ist es auch so, dass er das Lenkrad auf der rechten Seite hat. Das ist halt bei, bei japanischen Autos teilweise sogar, glaube ich, weil ich glaube, da haben sie auch teilweise auf der rechten Seite das Lenkrad. Oder halt, wer schon in England war, weiß, dass die englischen Autos auch auf der rechten Seite das Lenkrad haben, weil dort halt auch Linksverkehr ist. So, dementsprechend müssen da die Fahrzeuge ein bisschen umgebaut werden. Und wenn ich das richtig sehe, ist ein Mitsubishi und ein Mercedes vor uns, die wir uns jetzt definitiv gleich krallen werden. Der Mitsubishi scheint schon so leichte Zuckungen zu haben, dass er den Mercedes da vorne überholen will. Das müsste auch der Mercedes sein, den wir schon mal benutzt haben, als wir in Frankreich unterwegs waren. Aber ich muss sagen, der Skin, der gefällt mir auch wieder sehr, sehr gut. Also, ich habe ein bisschen mich umgeschaut und habe dann irgendwann diesen wunderschönen Skin gefunden. Also ich muss echt sagen, der ist schon richtig geil geworden. Auch finde ich diese Spiegelung von dem Verchromten, das sieht schon richtig cool aus. Also kann man echt so lassen. Also wenn ich selber ein Mitsubishi hätte... Das wäre definitiv eine Lackierung, die mir gefallen würde. Oh, meine... Uppalalalala. Hey, 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 hey. Das war gerade ein bisschen... Naja. Eine Hängetour, sagen wir es mal so. So, jetzt hoffe ich mal, dass ich mich jetzt an dem hier endlich mal vorbeischiebe. Aua. Mann, der... Also ich habe echt das Gefühl, der Mitsubishi hat verdammt schlechte Bremsen. Mit dem Mercedes hatte ich nicht das Gefühl, dass ich dem so krass hinten aufgefahren bin. Obwohl ich ja quasi die gleiche Stärke bei der Bremse benutze. Hab dort definitiv nichts umgestellt. Oh, oh. Aber das seht ihr ja auch. Ich stand gerade die ganze Zeit auf der Bremse. Und er ist einfach nur weitergeschlittert. Also, in Punkte Bremse ist... Entschuldigung, ich lasse dich wieder vorbei. So, ja, das war zwar jetzt eigentlich... Ja, okay, der ist jetzt auch vorbei. Jetzt haben wir zwei Gegner vorbeigelassen. Egal. Naja. Also, wie gesagt, in puncto Bremse ist der definitiv... Ach du Scheiße. Ist der definitiv nicht das Maß der Dinge. Da muss ich echt sagen, da fährt der sich echt scheiße. Da gefiel mir der Mercedes definitiv ein bisschen besser. Natürlich... bin ich jetzt auch nicht so quasi so grob unterwegs und will unbedingt ganz nach vorne jetzt sofort kommen, ohne Rücksicht auf Verluste. Ich habe ja eben auch sogar den einen wieder vorgelassen, auch wenn es dann in dem Moment erstmal der Verkehrte war und danach erst der Typ kam, weil ich das doch einigermaßen fair machen. Wow, da wurde ich aber gerade abgeschossen, weil da habe ich definitiv gerade einen Schlag von hinten bekommen. Eieiei, das hat mich jetzt doch ganz schön zurückgeworfen. Auf den 7. Platz jetzt. So, dann hoffe ich mal... Oh, jetzt geht auch noch meine Motorhaube ab, oder was? Die fängt schon an zu wackeln, die Motorhaube. Alter Schwede, also der Wagen ist echt Müll. Und wenn die Motorhaube jetzt weiter so hoch geht, muss ich, glaube ich, wieder in die Außenperspektive wechseln. Oh, und da ist er abgeflogen. Sah jetzt gerade ein bisschen eigenartig aus, wie die weggeflogen ist. Also ich hatte auch das Gefühl, dass die uns teilweise in der Scheibe hing. Aber gut, naja, ist halt ein Spiel, da
passieren solche Sachen schon mal. So, oh, Nummer 1 und 2 sind, glaube ich, schon mittlerweile relativ weit weg, wenn ich das richtig hier erkenne. Oder ist das nur Nummer 1? Ah ne, 3 ist jetzt... Ah, okay, das war doch nur Nummer 1. Nummer 2 haben wir ja direkt vor uns. Nummer 3 habe ich mir gerade gecached hier. Boah, die Karre, die fährt so schrottig gerade. Aber ich muss wirklich sagen, der gefällt mir nicht so gut. Der sieht zwar vom Aussehen her sehr geil aus und die Beschleunigung ist eigentlich auch nicht verkehrt, aber wie gesagt, auf der Bremse, da ist der echt bescheiden. Obwohl ich das eigentlich nicht so wirklich mir vorstellen kann, weil normalerweise habe ich so die Erkenntnis bzw. so die Erfahrung aus anderen Rennspielen, dass normalerweise der Mitsubishi eigentlich ja ziemlich gut ist. Also der hat halt eine ziemlich gute Beschleunigung. Da wäre mir gerade fast das Heck ausgebrochen. Der hat eigentlich eine ziemlich gute Beschleunigung und auch ein sehr, sehr gutes Handling. Und auch die Bremsen sind eigentlich sehr gut. Hat, glaube ich, nur sonst normalerweise in der Regel halt keine extremen Topspeed-Werte, aber das braucht er ja eigentlich auch nicht unbedingt. Wenn er halt, ich sag mal, auf einem engen Stadtkurs unterwegs ist, wo halt sehr viele Kurven sind, da braucht man nicht unbedingt Höchstgeschwindigkeit. Wie ihr seht, also ich hänge, ich glaube, das ist der BMW, genau, das ist der BMW, dem hänge ich hier schön im Windschatten. Und ich drücke die ganze Zeit schon Bremse, die Bremse. Ich habe sogar schon gebremst, bevor seine Bremslichter angegangen sind. Also das ist echt ein bisschen eigenartig hier mit dem Ding. Ich weiß nicht, es wäre auch möglich, dass irgendwie ein Setup von einem anderen Auto drin ist. Aber das kann ich mir im Echtsein nicht wirklich vorstellen. Beziehungsweise ich kann mir nicht vorstellen, dass das überhaupt möglich ist, ein Setup von einem anderen Fahrzeug zu wählen. Also mal gucken. Oh, oh, da sollte ich doch schon ein bisschen früher bremsen, weil ich habe es nämlich schon geahnt, dass es da ein bisschen runter geht. So, jetzt hoffe ich mal, dass wir ein bisschen vor dem wegkommen. Allzu weit ist es ja jetzt nicht mehr. Bin mal echt gespannt dann auf das Video dann quasi, beziehungsweise die Wiederholung. Wo ich dann sehe, wie ich abgeflogen bin oder ob ich da bei der einen Kurve jetzt wirklich von hinten angetitscht wurde, weil es fühlte sich zumindest so an, dass mich irgendeiner hinten angetitscht hat und dadurch halt in der Kurve gedreht hat. Aber das werden wir nachher alles sehen. Jetzt muss ich auf jeden Fall nur versuchen, eher als erster hier noch durchs Ziel zu kommen. Oh, 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 das war knapp, das war knapp. Also ganz so stabil scheint der mir aber auch gerade nicht so zu sein. Und das arme Auto, das tut mir echt leid. Also hinten sieht es noch vollkommen in Ordnung aus und vorne fleddert alles schon auseinander. Also das Auto hat doch schon so einiges mitgemacht, aber jetzt dürften eigentlich auch nicht mehr große Kurven kommen, wo wir irgendwo einschlagen können. Und ich hoffe, dass der BMW jetzt nicht mit seiner Top Speed hier an uns vorbeiziehen wird. Glaube ich ehrlich gesagt aber nicht mehr dran. Mal gucken, ob ich es vielleicht hinbekomme, kurz vor der Ziellinie noch die Handbremse zu ziehen. Und naja, hat nicht so ganz geklappt, aber ja, der Wagen ist definitiv, finde ich, richtig geil geworden. So, und dann würde ich sagen, schauen wir uns direkt mal die Wiederholung an. Denn am Start, ja, das ist ja eine sehr tolle Kamera. Ja, toll. Ah, so ist es besser. Ja. Das können wir ausblenden. Dann haben wir auch mal einen schönen Blick darauf. Ja, hier war das Feld doch noch sehr, sehr nah beieinander. Und wir waren mittendrin statt nur dabei. Aber ich muss wirklich sagen, der sieht schon ziemlich gut aus. Also ich weiß nicht, wie derjenige da diese Chrom-Optik hinbekommen hat. Das sieht schon echt ganz schön geil aus, muss ich sagen. Da habe ich leider den Mitsubishi vor mir abgeschossen. Weil halt, wie gesagt,
die Bremsen irgendwie für den Arsch sind. Also, die sind echt nicht so der Bringer. Da habe ich jetzt extra stärker gebremst, weil ich dem dann nicht wieder in den Karton fahren wollte. Auch die Kamera ist eine sehr interessante, muss ich sagen. Spaß macht der Wagen auf jeden Fall schon, aber wie gesagt, die Bremsen, ich weiß nicht, ob man da mit dem Setup ein bisschen gegensteuern kann vielleicht. Also, das hatte ich ja, glaube ich, beim letzten Mal auch schon erwähnt, dass ich für die Fahrzeuge jetzt immer Skins benutzen werde, beziehungsweise öfter Skins benutzen werde. Ich habe jetzt auch schon einen neuen Audi-Skin mir besorgt, den wir dann beim nächsten Mal verwenden werden. Und ja, der ein oder andere wird ihn vielleicht kennen, wer vielleicht ein bisschen DTM-mäßig sich interessiert. Aber ich werde auch versuchen, in anderen Bereichen halt Skins einzubauen. Das muss jetzt nicht unbedingt eine echte Rennserie sein. Es kann ja auch einfach ein Auto sein, was von jemandem designt wurde. Wie das hier zum Beispiel. Ich glaube, also zumindest bin ich mir nicht wirklich... Also ich glaube nicht, dass es den Skin so gibt. Zumindest habe ich ihn... Also als Originalfahrzeug habe ich ihn so, glaube ich, noch nirgendwo gesehen. Und ja, muss wirklich sein, derjenige hat sich da sehr, sehr, sehr viel Mühe gegeben. Weil halt, wie gesagt, diese Chrom-Applikation da an der Seite und hinten, das sieht schon wirklich sehr, sehr echt aus. Und ich frage mich sowieso, wie er das überhaupt auf die Kette gekriegt hat. Also es sieht schon sehr geil aus. Auch das Schadensmodell, also auch beim Schadensmodell selber sieht der Wagen immer noch ziemlich gut aus. Ja, da waren es wieder leider die Bremsen, die etwas, naja, nicht gegriffen haben, sagen wir es mal so. Aber ich finde auch diesen Blick da sehr geil. Also ist definitiv was und es funktionieren auch die Spiegel, was ich gut finde. Das hast du nämlich bei vielen Spielen leider auch, dass die Spiegel nämlich nicht richtig angezeigt werden. Aber hier ist es sehr gut gemacht. Da war ich wieder sehr, sehr übereifrig, habe hier extra Platz gelassen und der BMW ist dann auch noch durchgerutscht. Ja, den Mercedes habe ich dann extra wieder durchgelassen, weil ich ihn ja so derbe rausgekickt habe. Da konnte ich den Wagen nicht mehr auffangen und bin dann leider wieder in den nächsten reingebrettert und habe dadurch auch einige Plätze wieder verloren. Und die Stoßstange hing doch mittlerweile ziemlich auf Halbmast. Jetzt bin ich nur gleich mal gespannt, wo ich den Schlag bekommen habe. Zumindest wo ich denke, dass ich den Schlag bekommen habe. So, da ist noch nichts passiert. Es war, glaube ich, in der Rechtskurve, nicht in der Linkskurve. So, es dürfte aber jetzt eigentlich nicht mehr allzu lange dauern. Ah, genau, da habe ich nämlich den Schlag von der Seite bekommen. Der NPC ist in die Mauer gefahren, ist abgehoben quasi und mir dann ins Heck reingesprungen. Und darum war dann meine Karre auch auf einmal quer und ich konnte gar nichts mehr machen. Hat mich dann quasi dementsprechend geschoben. Ihr seht da auch nochmal, wie die Motorhaube ab und zu mal ein bisschen hoch geht. Zack. Und da switcht das Bild auch schon direkt wieder. Und dann ging es eigentlich wieder ganz in Ordnung. Also da haben wir uns dann doch wieder schön nach vorne gekämpft. Und da haben wir auch die Motorhaube verloren. Hatte der Motor wenigstens wieder ein bisschen mehr Kühlung. Ist ja auch nicht so verkehrt. Und ja, da hat es doch wieder ganz schön gequalmt. Ich glaube, da bin ich ein bisschen auf den Dreck drauf gekommen. Und ja, also ich muss sagen, also die Strecke selber, die macht echt Laune. Also wie gesagt, wenn das Fahrzeug ein bisschen besser gebremsen gehabt hätte, hätten wir wahrscheinlich nicht so viele Kratzer gehabt. Aber das kann der Mechaniker ja alles rausbeulen und neu lackieren. Also, der macht das schon. Beim nächsten Mal wird der schon wieder in Ordnung sein. Ja, und da... Ich weiß gar nicht, auf welchem Platz wir da waren. Ich glaube, 3... waren wir da schon auf 2? Ich glaube, wir waren da sogar schon auf 2. Genau, da waren wir auf 2 und haben hier nämlich... Nee, Quatsch, da waren wir noch auf 2, genau. Das war nämlich auf dieser sehr, sehr geilen Brücke in Kalifornien. Also die, finde ich, haben sie sehr, sehr geil rübergebracht.
Auch der Blick von hier aus, das ist atemberaubend, muss man einfach sagen. Richtig, richtig geil. Ja, da habe ich ein bisschen quasi gedriftet. Das war nicht ganz so einfach, wie es da vielleicht aussah, den Wagen da wieder einzufangen. Und da kam ich dann angeflogen zum ersten. Weiß nicht, habe ich ihn eigentlich ange... Ah, da habe ich erstmal in die Mauer eingeschlagen. Das war natürlich dann nicht so geil. Aber da waren wir dann wieder richtig, richtig nah dran am Gegner. Ich glaube, dann sind wir noch durch den Tunnel und dann dürfte dann nach einer Kurve was gewesen sein, wo es dann quasi zum Überholmanöver kam. Sehr geiler Blick, muss man einfach sagen. Also die Kamera ist ja jetzt nicht von mir so gewählt, sondern vom Spiel selber, von der Wiederholung. Also das passt schon richtig gut. Gefällt mir auf jeden Fall. Ja, da hat er sich noch ein bisschen gewehrt. Da haben wir eine leichte Berührung gehabt. Aber war noch alles so weit in Ordnung. Aber dann konnte ich endlich mal wegziehen. Beziehungsweise ihn endlich dann komplett überholen, ohne dass wir uns noch irgendwie berührt hätten. Und dann ging es eigentlich nur noch darum, dass wir ja quasi unseren Vorsprung ein bisschen gut machen. Jo, da ist der Wagen ein bisschen gesprungen, darum bin ich da auch nochmal leicht an den Zaun dran gekommen. Und das, ja, der Rest vom Rennen war ja eigentlich dann relativ souverän, sagen wir es mal so. Also es waren jetzt, glaube ich, keine großen Mega-Einschläge mehr. Zwar noch leichte Ratscher, glaube ich, haben wir noch gemacht, hier zum Beispiel. Da mussten wir doch dann danach ziemlich stark auf die Bremse gehen, weil sonst wäre ich wahrscheinlich in die Steinmauer bzw. in die Felswand reingekracht. Und ja, bin auch verwundert, dass die Stoßstange nicht ganz abgerissen ist, dass sie dann doch noch an einem Stück quasi dran hing. Ich guck mal gerade, wie weit sind wir da? Noch 50 Sekunden, das ist ja jetzt auch nicht mehr gerade so viel. So. Ja, jetzt war da nochmal so ein leichter Kratzer drin. Und jetzt ging es quasi nur noch Richtung Start und Ziel. Und oben im Spiegel, der auch ganz schön wackelt gerade, konnten wir nicht unbedingt noch groß erkennen, dass der Zweitplatzierte hinter uns ist. Und dann ging es eigentlich auch direkt quasi zum Start und Ziel. Wo wir dann das Rennen auch beendet haben als Erster. Die letzten 20 Sekunden, also das ist wirklich auch ein Rennen, was jetzt nicht allzu lange war, was aber trotzdem, finde ich, sehr viel Spaß gemacht hat. Und ja, ich würde sagen, das war's dann auch für dieses Mal. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Haut rein!